Hallihallo, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ich möchte heute mal wieder mit euch was richtig Tolles gestalten, kreieren. Ich habe mir eine Bilderleiste gekauft und auf diese müssen jetzt natürlich coole, tolle Bilder und am liebsten selbst gemacht. Ich habe mir einen Bilderrahmen besorgt und zwar in der Größe 40x50. Das passt recht gut auf meine Bilderleiste. Ihr schaut einfach, wo ihr euer Bild hinhaben möchtet und welche Größe für euch perfekt wäre. Und ich habe mir Blätter besorgt, weil ich finde, vom Ton her passt das recht gut zu diesem Bilderrahmen. Und möchte auf diesen Blättern jetzt ja wirklich etwas Schönes gestalten. Viele von euch kennen das vielleicht. Viele von euch haben das bestimmt schon mal gesehen. Wenn nicht, ist das jetzt wirklich ein tolles Highlight. Ich habe mir hier diesen Keilrahmen ausgesucht. Ich habe den genutzt, weil der eh schief ist. Also der würde an der Wand, an meiner Wand, nicht gut hängen. Insofern habe ich gedacht, nehme ich den. Und zwar benötige ich hier immer eine gerade Kante. Ihr könnt auch einen Deckel nutzen von einem Karton oder ja, irgendeine andere Unterlage, die halt gerade Kanten bietet. Und ich habe mir diesen jetzt ausgesucht, weil ich finde, der ist so verzogen, wüsste ich eh nicht, ob ich den noch einmal richtig gebrauchen könnte. So, was haben wir noch? Wir haben Tinte. Ich habe schwarze Tinte. Ich habe mir Murmeln verschiedenster Größe ausgesucht. Dann benötigt ihr vielleicht noch ein Crepe. Wer mag Handschuhe, aber es geht eigentlich auch von den Fingern ab. Also ein paar Bilder habe ich schon probiert und meine Hände gehen, naja. Und ich möchte gern eine Zange nutzen. Man kann aber auch einen Löffel nutzen oder andere Dinge. Da guckt ihr, womit ihr klarkommt. Und das Schöne ist, man kann hier jetzt, also ich habe hier jetzt ja reichlich viele Blätter hier liegen. Und man kann so lange ausprobieren, bis man für sich das geeignete Motiv kreiert hat, gestaltet hat, was einem gefällt, wo man sagt, ja, das ist es. Tobt euch aus, probiert euch aus. Und jetzt geht es auch schon her. Ich gebe die Kugeln hier in die Tinte. Und drehe das Ganze, sodass die Kugeln gut mit der Tinte benetzt sind. Und jetzt nehme ich mir eine nach der anderen und werfe sie einfach hier ins Bild. Und wenn ihr hier mal hier und da einen Kleckser habt, das ist überhaupt nicht wild. Und wie gesagt, ihr probiert euch aus, bis ihr für euch das coole Bild gestaltet habt. Ja, und jetzt lasse ich einfach, so wie jetzt, meine Kugeln über mein Bild rollen, sage ich mal. Und jedes Bild sieht anders aus. Jedes Bild ist einzigartig, individuell, anders als das vorherige. Und wenn es euch so noch nicht so richtig gefällt, also was ihr merkt, was ihr seht, dass die Kugeln natürlich ihre Farbe verlieren und die nächsten Verläufe ein bisschen schwacher sind. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich möchte da gerne nochmal einen richtig starken Verlauf, dann schnappt ihr euch einfach nochmal eine Kugel. Schaut, wo ihr sie starten lassen wollt, wo euch der Verlauf vielleicht noch mal fehlt und legt sie auf und lasst sie noch mal mit etwas mehr Tinte über euer Bild starten. Und so gestaltet ihr euch euer Bild ganz nach eurem Geschmack und schaut, bis ihr eins habt, was euch so richtig, richtig gut gefällt. Mir gefällt das schon sehr, sehr gut. Und ja, jetzt kommt der Trocknungsprozess, der dauert ein bisschen. Ich möchte auch noch hinzufügen, wo ihr diese Bilder trocknen lassen möchtet, würde ich ja eine alte Decke, ein altes Handtuch oder irgendetwas drunter legen, auf das ihr eure Unterlagen, wobei Tinte geht ab, aber dass ihr euch das darunter nicht einschmuddelt. Ich werde jetzt noch ein paar Bilder gestalten. Ihr könnt auch mal versuchen, indem ihr gar nicht alle Kugeln reingibt, sondern immer nur gezielt eine, wie das wirkt, wie euch das gefällt. Und ihr probiert euch aus
Und wenn das Ganze gut durchgetrocknet ist, kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Hier sind sie, meine Fertigung. Ich habe mir ja ein paar mehr angefertigt, um einfach zu schauen, was passt. Ich möchte gern zwei Bilder, also ich habe zwei Bilderrahmen, die ich bestücken möchte. Und da habe ich mir gedacht, ich schaue einfach, welche beiden Bilder gut zueinander passen. Und ich glaube mich eigentlich entschieden zu haben. Ich denke, ich nehme diese zwei. Ich finde sie alle schön. Insofern ist auch die Auswahl tatsächlich gar nicht so einfach. Ich finde auch diesen sehr schön vom Schwung her. Nein, ich nehme diese beiden. Ich finde, die haben einen ähnlich tollen Ausdruck, der super toll zur Geltung kommt. Und ich denke, ich denke, diese beiden passen wunderbar zueinander. Ja, und die möchte ich jetzt gerne mit euch noch farblich gestalten. Farblich insofern, was passt bei euch rein, was passt bei mir rein. Ich bin ja eher ja, von der Einrichtung her ein sehr schlichter Typ. Ich bin eher, viele sagen die graue Maus, finde ich aber gar nicht. Insofern, wenn man irgendwo mal was Farbiges hinstellt, ist es immer gleich so ein Eyecatcher, weil bei mir nicht, also wirklich nicht viel farbig ist. Ich bin eher der Grautyp, der Beige-Typ, der Weiß-Typ. Ich würde einfach sagen, wie bestimmt ganz, ganz viele von euch. So, und ich habe mir hier aus meinem Acrylfarbenkasten mal drei Tuben ausgesucht. Ich würde einfach sagen, ich lege los. Ich mische mir gleich etwas mehr der Farben an. Ich glaube, ich wollte zwei verschiedene Grautöne, vielleicht auch drei. Schauen wir mal. Ich nutze jetzt hier so kleine Becherchen, weil man die nachher auch ganz einfach entsorgen kann. Die Farben sind gemischt. Ich habe mir drei verschiedene Grautöne angemischt. Einen recht dunklen, einen mittleren und einen etwas zarteren Grauton. Und ich habe mir, ich habe mich gegen dieses Ockergelb entschieden, weil ich finde, der ist doch sehr, sehr kräftig in der Farbe. Vielleicht kommt er zum Einsatz. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen, wie es wirkt. Und jetzt denke ich, jetzt lässt man sich einfach ein bisschen inspirieren. Ihr schaut, wo kann ich mir welche Farben vorstellen. Nichts ist falsch, also insofern traut euch ruhig, dreht euch ein paar Mal die Bilder auch hin und her. Ich weiß auch nicht, möchtet ihr die Bilder hochkant aufstellen oder längs aufhängen oder aufstellen? Da schaut ihr einfach, wie es euch gefällt. Und dann denke ich, könnt ihr eure Bilder gestalten, ganz wie ihr mögt. Und das tue ich jetzt auch und ja, lasse einfach meiner Kreation mal freien Lauf und mal schauen, was dabei rauskommt. Et voilà, fertig. Schlicht, aber wunderschön. So denke ich, lasse ich das, so gefällt es mir. Ihr könnt gucken, ihr könnt schauen, ob ihr es noch mehr, noch bunter, noch, ja, tobt euch einfach aus. Mir reicht das so. Wie gesagt, ich bin ja ein sehr, sehr schlichter Mensch. Und wenn ich das jetzt mal so auslege und mir einfach mal meinen Bilderrahmen, und ich lasse auch das dahinter als Passepartout, so hinlege,
reicht mir das. Also ich brauche gar nicht so ein Bäm-Bild, sondern eher so ein, oh, schön, schlicht. Ich schaue mich sonst nämlich sehr, sehr schnell über und das finde ich sehr schade, weil ich denke, die Bilder haben es definitiv verdient, lange, lange, lange bewundert zu werden. Ich lasse es jetzt trocknen und freue mich schon krass, wenn ich es dann hier in meinen Rahmen stellen darf, also einrahmen darf und meine Bilder aufstellen darf. Ich zeige es euch dann, wie es ausschaut. Noch möchte ich hinzufügen, das Durchschimmern der schwarzen Linien, das ist gewünscht. Also ich persönlich finde es so sehr, sehr schön. Ihr könnt schauen, wenn ihr das nicht mögt, dann müsst ihr einfach einen zweiten oder dritten Anstrich aufbringen. Dann sieht man das, denke ich mal, nicht mehr durch oder nicht mehr so doll. Ich finde es so sehr schön. Bin zufrieden mit dem, was wir hier gemeinsam kreiert haben und freue mich schon, wenn sie stehen und bewundert werden. Ja, in diesem Sinne. Euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren, beim Kreieren, beim Selbermachen, beim Rumpanschen, beim Rummischen und ganz, ganz viel Freude an eurem Ergebnis. Ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz, ganz bald ganz einfach wiedersehen. Ja, und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.